Hi ihr Lieben, wir haben Tag 3 in Afghanistan, den 29. Juli. Und jetzt bekommen wir unsere Schutzwesten an, denn jetzt fliegen wir auf nach Kunduz, wo wir heute das erste Konzert geben werden. Drückt uns die Daumen, dass alles gut geht. Die Stimmung ist ein wenig angespannt, denn das, was wir hier tragen, ist nicht ganz ohne Grund. Jetzt warten wir darauf auf unseren Abflug und hoffen, dass alles gut und sicher vonstatten geht. Wir sitzen in der Transall und gleich geht es los. Es ist laut hier, sehr laut, aber dafür haben wir Ohrstöpsel und die tue ich mir jetzt in die Ohren. Aber zum Glück nur die Transall und nicht wir. Wir sind jetzt im sogenannten Landeanflug nach Kunduz. Das ist ein bisschen anders, als wenn man in einem normalen Passagierflugzeug unterwegs ist. Das geht alles ein bisschen schneller, ein bisschen steiler und ein bisschen heftiger. Rock and Roll! Ja, wir sind Gentility und wir sind hier gerade mitten im Lager im Kunduz. Das ist ja relativ ungewöhnlich. Wer weiß, wo es ist, weiß, wir sind in einem der Einsatz- und Kriegsgebiete der deutschen Soldaten in Afghanistan. Und wir haben heute hier die Möglichkeit, die Soldaten ein bisschen zu bespaßen. Und genau das wollen wir tun. Rock and Roll ist unser Motto für all die, die hier ihre Motivation, ja, und ihren Kampfgeist lassen, um diesem Volk ein bisschen, ein ganz kleines bisschen unter die Arme zu greifen. Mal gucken, ob es gelingt. Ich bin total kaputt, weil du heute Morgen um 3 Uhr aufgewacht bist, mein Lieber, und ich total nicht schlafen konnte wegen dir. Aber ich bin glücklich, dass ich hier bin. Und wir haben heute eine total geile Party, vor allem mit den Leuten hier. Ich freue mich besonders darauf, dass du dabei bist, mein Lieber. Ne? Und was werdet ihr machen heute? Was wir heute machen werden? Wir werden heute maximal eine Betreuungsmaßnahme stattfinden lassen für unsere Soldaten, Soldatinnen hier in Kunduz. Mit tollen Künstlern, tollen Musikern. Und das Motto heißt Rocken für Lachen helfen. Und ich freue mich tierisch darauf, auf den heutigen Abend. Und die Leute werden einfach dankbar sein, dass wir hier sind. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Es ist mit dem Soundcheck fertig.
alles funktioniert, alles klappt, wir haben Ton, super geilen Sound und jetzt kann es eigentlich nur noch losgehen. Rockenflachenhelfen, yeah! Ja, Kameradinnen und Kameraden, erstmal einen schönen guten Abend. Wir unterstützen den Verein Lachenhelfen. Wir haben hier tolle Projekte in Afghanistan. Wir sorgen dafür, dass Schulen gebaut werden, Krankenstationen, Brunnen und andere infrastrukturelle Maßnahmen geschaffen werden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt die Musik. Seid bei uns dabei. Und einen schönen Abend erstmal vorweg. So, bitteschön. One, two, three, four. Mama, take me back, don't we? Oh, I can't use it anymore. Okay. It's getting dark to dark for me to see. And so, Philly, it feels like I'm knocking on heaven's door. Whoa, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Seid echt geil. Ja, aber wir möchten gerne einmal das ganze Lager zum Singen bringen. Wir möchten euch hören, auch ganz, ganz, ganz hinten. Also, come on, nochmal. Wir brauchen das ganze Lager. Knacke. Come on. Hey. Knack. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just want to make love to you, love to you, oh, love to you. Es gab besser. Und ich möchte mir Hände auf, die sehen zum Abschluss, come on! Es gab nur besser werden. Oh, oh, oh.
Sylvester, zunächst einmal vielen Dank für deine tolle Musik, tolle Performance. Und ich denke, das ist nochmal ein Sonderapplaus wert. Applaus für Esther. Ich bin jetzt seit 4,5 Monaten hier und muss sagen, für mich ist das eine ausgesprochene Freude, dass wir nach dieser langen Zeit es endlich mal geschafft haben, Live-Bands hier hinzukriegen. Und ich würde mich sehr, und die Detonators natürlich noch viel mehr, wir würden uns alle freuen, wenn Sie in die Spendenbox, die hier rumgeht, wo die nette junge Frau mit dem Kasten rumgeht, wenn Sie da das ein oder andere an Spende reinpacken würden. Denn das kommt letzten Endes unseren Soldatenfamilien und auch den Kindern in Kriegsgebieten zugute. Zwei Leute, die Geburtstag haben. Unser Schlagzeuger, dieser großartige Kamerad. Spiel doch mal gerade Happy Birthday. Kriegen wir das hin? Und das singen jetzt alle zusammen für diesen großartigen Menschen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Unterstützt habt in Afghanistan. Wir müssen uns jetzt alle verabschieden von euch. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß bei euch gemacht und wir denken an euch. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Schönen Abend. Goodbye. Ciao. Du hast dann total durchgeschwitzt. Wir fahren mit dem Affenzahn gleich, wahrscheinlich aus Sicherheit. Ja, natürlich, klar. Schnell, schnell durch die Gefahrenzone. Ah.
hast mitgekriegt, gestern hat es gekracht hier schon wieder, ne? Nicht gehört. Heute Morgen hast du nicht gehört, während des Schlafens. Wenn wir gelegen haben. Also eins ist auf jeden Fall klar, die leben hier wirklich tagtäglich in einer unglaublichen Angst um ihr Leben. Jeden Tag von neuem, jede Sekunde, jede Minute. Und wir selber sind uns wahrscheinlich irgendwie gar nicht so klar und bewusst darüber, wie gefährlich das eigentlich ist, was wir hier fabrizieren. Aber ist auch egal, die Soldaten hatten tierischen Spaß und das hat sich richtig gelohnt, dass wir da gewesen sind. Die waren echt mal für 2,5 Stunden richtig fröhlich und ausgelassen. Das war einfach hammergeil. Und gleich wird Gas gegeben. Das ist dann die totale Gefahrenzone hier. Nur Gas geben und immer wieder hoffen, dass man gut durchkommt. Das sind die ganzen Trümmerteile von den abgestürzten und abgebombten Hubschraubern, Fluchgeräten, alles, was vom Himmel runtergeholt worden ist. Ich sag, man kann durchaus schon ein wenig paranoid werden hier. Ja. Auf jeden Fall waren wir jetzt wirklich in dem gefährlichsten Gebiet überhaupt. Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Filikolab. Filikolab. Ja, Zurika, Zurika. Nee, Bro. Sag mal, wie geht's? Du bist mir. Ja, wir sind im Kundus. Was wir sehen, ist das Hindukusch-Gebirge, den Flughafen, ja, den Kundus Airport. Wir sehen Steve, ja, den besten Drummer der Welt. Ja. Esther Philly mit Hut. Ja. Und die geilste Bassistin auf diesem Aber Planeten. Hallo. Und ein unbekanntes Flugobjekt.